Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Caroline und deine Seelenflüsterin. Und schön, dass du eingeschaltet hast zu deiner Jahreslegung für das Seelenkollektiv der Skorpione, Jahreslegung 2023. Hier erfährst du deine Energien, die Grundenergien und die Grundbotschaften. Wenn du den Skorpion im Sonnen- oder Mondzeichen, dem Aszendenten oder der Venus trägst, kannst du ziemlich sicher sein, wenn deine Seele dich zu mir geführt hat, dass hier die ein oder andere Botschaft auf dich wartet. Ich lege fürs gesamte Kollektiv, das bedeutet, du kannst mit allem in Resonanz gehen, vielleicht aber auch nur mit einem Teil oder auch gar nicht. Dann schau gerne in eine meiner anderen Legungen oder in die jeweiligen Monatslegungen rein. Und dann starte ich auch, bedanke mich auf jeden Fall schon mal für jedes Abo, für jede treue Seele, die meinen Kanal hier supportet, mit einem Daumen hoch, mit Kommentaren oder teilt auch gerne die Videos. Und dann hätte ich gerne einmal die Energien für das erste Halbjahr, für das Seelenkollektiv der Skorpione. Was ist wichtig? Was darf ich im Kollektiv der Skorpione mitteilen für das erste Halbjahr? Erstes Halbjahr 2023. Die beiden gehören zusammen. Nummer 2. Und bitte noch eine Botschaft. Erstes Halbjahr 2023. Was möchte für die Skorpione an die Erdoberfläche? Was sind vielleicht Lernaufgaben? Wohin wird es führen? Was ist hier wichtig zu wissen? Okay. Grundenergie. Wow. Die Sonne. Das heißt, ihr startet wahrscheinlich sehr kraftvoll, geht in den Erfolg oder werdet hier auch wirklich von einer Erfolgsenergie begleitet im ersten Halbjahr. Natürlich kann es auch hier sein, dass sich die Energien durch das Jahr ziehen. Ich schaue aber jetzt erstmal in das erste Halbjahr rein. Hier geht es also um Freude, um Spaß, um dein Selbstvertrauen, so eine Frische, die einfach wieder eingehaucht wird. Gucken wir mal. Jawohl. Okay, spannend. Denn mit dem Schicksalsrad kommt eine positive Veränderung. Für den einen oder anderen kann es hier sein, dass etwas aus der Vergangenheit hochkommt, etwas oder jemand. Oder du auch ja, Menschen wieder triffst, eventuell sogar ein Seelenpartner in dein Leben kommt. Aber für den einen oder anderen, der sagt, nee, mit Seelenpartnerschaften und so weiter kann ich nichts anfangen, möchte ich auch gerade nicht. Darfst du hier die Schwere hinter dir lassen? Das Gefühl von Mensch, die gute alte Zeit, das darfst du wirklich loslassen, in deinen eigenen Flow kommen. Aber ja, ich könnte mir hier schon vorstellen, dass es hier eine positive Wendung gibt mit einem Menschen aus der Vergangenheit. Und das heißt nicht immer, dass ihr wieder zueinander findet. Vielleicht schaffst du es auch, in den emotionalen Flow zu kommen, wieder bei dir anzukommen, indem du diese gute alte Zeit einfach fließen lässt. Das heißt nicht immer, dass wirklich jemand wieder präsent ist und ihr in eine Partnerschaft geht. Aber wir haben auf jeden Fall eine positive Wendung in deiner emotionalen Lage. Und hier ist es auch wirklich vom Schicksal gewollt, dass sich hier etwas verändert oder du auch schicksalshafte Erfahrungen machen darfst. Da du aber begleitet wirst im ersten Halbjahr hier von der Sonne, von dieser wunderschönen Energie, heißt das eigentlich für mich, dass das auch mal positive Erfahrungen sind oder sie für einen positiven Sinn dienen. Dann bitte einmal eine Klärung für die Skorpione auf die 6 der Kelche. Da haben wir entweder eine stabile Basis, auf der etwas aufgebaut wird, oder aber auch Herausforderungen. Diese Person könnte eine Herausforderung für dich sein. Dieser Kontakt war vielleicht ein Hindernis oder eine Blockade. Vielleicht gab es da wirklich einen Kontaktabbruch. Und jetzt kann es wieder sein, dass ihr einfach in die Kommunikation geht. Für den einen oder anderen ist es aber auch hier sinnvoll, da einfach eine Grenze zu ziehen. Da spür bitte für dich rein, wie es sich für dich anfühlt. Und dann bitte auf das Schicksalsrad in Kombination mit den 6 Kelchen und dem Berg. Da haben wir das Glück. Ja, das kann ziemlich schnell kommen. Also es ist eine glückliche Wendung, die hier auf dich zukommt. Ein günstiger Zeitpunkt, hier auch gewisse Berge zu sprengen, Ketten zu sprengen
und dieses Hindernis zu überwältigen oder zu begehen, zu besteigen. Geh auf jeden Fall hier deine Heldensreise. Dann haben wir das Ass der Schwerter. Das heißt, wie so ein Durchbruchserlaubnis, die du dir gibst. Hier kommt die Wahrheit ans Licht, ja? Hier auch wieder ein Erfolgserlebnis, denn du hast es in der Hand, diese Klarheit, die dir gegeben wird. Vielleicht wirklich auch nach dieser schicksalshaften Begegnung. Fühlst du das Glück und alles nimmt eine glückliche Wende und du weißt einfach, Mensch, natürlich, ne, diese Aha-Momente. Also hier haben wir eine ganz, ganz große positive Unterstützung, was deine Klarheit in Bezug auf deine Gedankengänge angeht. Und auch hier hätte ich gerne bitte einmal noch eine Klärung mit den Lenormand-Karten. Und ich lade dich herzlich ein, wenn auch du dich näher befassen möchtest, beschäftigen möchtest mit einer Möglichkeit, Karten zu legen und tief reinzuschauen. Egal, ob du neu bist oder dich schon mit Karten beschäftigst. Ja, Wahnsinn. Dann schau gerne einmal unten in die Infobox. Da habe ich den Link für meinen ersten Lenormand-Kurs, der jetzt quasi in die Öffentlichkeit geht, verpackt. Und du bekommst jetzt noch, weil es mein Geburtsmonat ist, bis zum 31.12. 100 Euro Rabatt mit dem Rabattcode Geschenk 100. Also, wen haben wir hier? Du bekommst Klarheit in Bezug auf deinen Gegenüber. Hier kommt scheinbar wirklich die Wahrheit raus. Das kann ein Liebespartner sein, das kann aber auch einfach ein Geschäftspartner sein, ein Freund. Schauen wir mal, für wen, für die Masse hier, für den größten Teil des Kollektivs, um welchen Herren handelt es sich denn hier? Was darf ich noch über den Herren wissen? Ass der Schwerter, Kombination des Gegenüber. Ja, das könnte tatsächlich hier eine Beziehung sein oder eine Verbindung sein, die tatsächlich schon sehr lange besteht, ja. Also ihr scheint euch schon länger zu kennen, vielleicht, wie gesagt, längere Zeit nichts voneinander gehört. War vielleicht so eine kleine, ja, so ein Break. Und hier bekommst du Wahrheit. Hier wird etwas ausgesprochen. Und dann haben wir noch die 9 der Münzen. Und die 9 der Münzen ist tatsächlich deine Arbeit. Deine harte Arbeit wird endlich belohnt. Du wirst dich wieder stabiler fühlen und das hat mir ja schon die Sonne hier gezeigt. Das heißt, hier ist auch so eine Erfolgsenergie, was die materielle Ebene angeht. Ja, vielleicht bist du auch selbstständig oder wirst selbstständig im Leben, in deiner Liebe oder aber auch im Beruf. Und du entdeckst jetzt deine vielen Talente, die dich jetzt dazu befähigen, wirklich in deine Stabilität zu kommen und wo wirklich der Erfolg auch zu dir fließt. Dann bitte einmal die Klärung, welche Art von Erfolg oder was dürfen wir hier noch auf die 9 der Münzen wissen. Auch die Süße des Lebens, die jetzt gelebt werden darf, ja? Also der Wein, an dem du kosten darfst. Da haben wir das Buch, da hätte ich gerne noch. Ja, auch hier mit dem Buch heißt es einfach, was bringt dir Stabilität, dass ein Geheimnis gelüftet wird? Entweder ein Geheimnis, was lange im Verborgenen lag oder etwas, was dir schon länger bewusst war, wo du dich aber so durchgeschlängelt hast, kann auch tatsächlich ein familiäres Thema sein in Bezug auf eine Mutter, dass hier Klarheit fließt oder eine andere weibliche Person. Eine Person, die tatsächlich sehr attraktiv ist, hier wird etwas gelüftet. Hier kann es auch wirklich sein, dass du auch hier nochmal Geschenke, Wertschätzung bekommst, von der du oder von denen du im Moment noch nicht ausgehen kannst oder willst, weil es noch nicht sichtbar ist. Aber irgendetwas wird dir an die Oberfläche kommen. Super, ihr Lieben. Ich schaue natürlich auch gleich in der Anschlusslegung tiefer rein in Bezug auf Liebe, Beruf, Finanzen, Privat. Da gehe ich nochmal ganz tief mit den Lenormand-Karten rein und nutze auch noch weitere Klärungskarten, Krafttier-Orakel. Da kannst du dich auch gleich unten durchklicken und deine Erweiterung buchen. Jetzt schauen wir ins zweite Halbjahr. Ich schiebe die Karten mal hier hoch fürs erste Halbjahr, dass es ein bisschen übersichtlicher bleibt. So, zack. Zack und zack.
Und dann hätte ich gerne Botschaften für das Seelenkollektiv der Skorpione für das zweite Halbjahr 2023. Was sind die Grundenergien? Was ist wichtig? Aufgaben, Ziele. Nummer 1. Und auch hier nehme ich wieder 3 Botschaften. Nummer 2. Und Nummer 3. Wunderbar. Unterliegende Energie. Okay, da haben wir im zweiten Halbjahr die Energie der 8 Kelche. Das heißt, hier darfst du etwas hinter dir lassen. Ja, Konflikte, Kämpfe, Herausforderungen. Und vielleicht hast du hier auch die ein oder andere Herausforderung, die dich dazu auffordert, hier wirklich dich emotional zu distanzieren. Und zwar von Menschen, die einfach im Ego sind. Ja, also du wirst hier irgendeine Situation verlassen. Dann haben wir hier die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe ist so eine ziemlich heiße Dame. Sie hat eine immense Ausstrahlung. Die Königin der Stäbe hat Inspiration und ein Feuer in sich. Es ist ja aber auch hier wichtig, was mir hier gesagt wird, dass durch diese Situation, die dich vielleicht emotional ein bisschen aufwühlt, darfst du trotz alledem immer wieder in deinen Selbstwert kommen. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das kommt auch hier. Vielleicht sogar auch dadurch, dass du diesen Mut hast, jetzt die Situation zu verlassen, dir bewusst wird, wer du bist und dass du unabhängig bist von anderen Menschen, kommst du einfach in deine Größe. Denn die Königin der Stäbe ist wirklich super stark. Die ist positiv eingestellt. Die wirkt magnetisch und die ist auch super charismatisch. Und sie kommt vor allem eins, und das ist gut alleine klar. Ab und zu hat sie tatsächlich auch das Talent, so eine kleine Drama-Queen zu sein. Ja? Achte deswegen hier bitte darauf, wenn es eine emotionale Herausforderung gibt, versuch das Drama nicht unnötig größer zu machen. Auch ganz wichtig, damit du hier auch wirklich in deinem Feuer bleibst und das Wasser dein Feuer nicht auslöscht. Gucken wir nochmal auf weitere Informationen, auf die Königin der Stäbe. Hier geht es um Gefühle, vielleicht aber auch die Finanzen. Kriege ich hier nochmal eine weitere Botschaft. Es könnte hier sein, dass du tatsächlich Angst hast, Angst, dass Geld zu dir fließt. Vielleicht auch Angst hast vor einem Neubeginn, was Geld angeht, in den Fluss zu kommen. Oder aber auch, dass, du hier aufpassen darfst. Der Fuchs ist auch immer so eine Warnung, hier deine Cleverness an den Tag zu legen. Eine Warnung, dass hier vielleicht falsche Gefühle im Spiel sein könnten oder falsche Geldgeschäfte getätigt werden könnten in dem Eifer des Gefechts, ja. Dass du vielleicht so eine Bockigkeit entwickelst, wenn hier etwas nicht ganz so rund läuft, dass du dann auf einmal ja falsche Entscheidungen triffst. Da bitte aufpassen. Dann haben wir den Buben der Kelche. Hier geht es nämlich darum, dir nochmal deine Vision klar zu machen. Wirklich mal wieder in dieses Träumen zu kommen. Erlaub es dir manchmal auch, dein inneres Kind an die Oberfläche kommen zu lassen. Denn da kann es auch sein, dass du ganz viele Impulse bekommst. Hier geht es über, ja, du darfst es dir erlauben, mal in den Tag zu träumen und dir die Frage zu stellen, was wünschst du dir wirklich? Denn hier ist etwas, worauf aufgebaut werden kann. Und das ist auch eine schöne Energie. Das ist also quasi so der ein schöner Gegenpol zu dieser Leidenschaft, zu dem Feuer. Hier mit der Energie der Kelche, des Wassers. Vielleicht kommt auch hier ein jüngerer Mensch, könnte ein Wasserzeichen sein, in dein Leben. Der, und jetzt möchte ich mal kurz klären, welche Aufgabe hat denn hier der Bube der Kelche? Was ist wichtig hier für dich zu wissen? Ergänzende Information auf den Buben der Kelche. Ist eine treue Seele, könnte ein guter Freund sein und mit dem ist dir hier auch wirklich das Glück an deiner Seite, der Erfolg an deiner Seite. Und jetzt überlege ich nämlich gerade, es kann sein, aufgrund dessen, dass im ersten Halbjahr wahrscheinlich hier jemand auf dich zukommt, dass das genau diese Person ist. Du sorgst für Klarheit,
du siehst diese Geschenke, diese unerwarteten positiven Momente, die dann einfach in dein Leben kommen. Du hast eine unglaubliche Ausstrahlung, scheinbar hier auf ihn. Und der ist dir treu an deiner Seite. Also hier bekommst du vielleicht auch Hilfe und Unterstützung von einem Wasserzeichen und einfach auch neue Impulse. Hier sieht es also wirklich, der gibt dir Wärme. Ja, der gibt dir Wärme oder auch du bist für ihn der Sonnenschein. Aber eine positive Wendung wird es ja auf jeden Fall geben. Und wie gesagt, das muss nicht immer für die Liebe sein. Es kann auch hier einfach sein, dass ein alter Freund, eine alte Freundin aus der Vergangenheit wieder sichtbar ist, sichtbar wird, in dein Feld kommt und ihr gute Gespräche habt, ihr klare Kommunikation habt und genau darauf aufbaut, euren Weg weitergeht, du Unterstützung annimmst und ihr einfach eine ganz tiefe Freundschaft, eine schöne Freundschaft aufbauen könnt. Okay, wir haben die 7 der Schwerter. Mit den 7 der Schwertern achte bitte darauf. Ne? Wir haben die diebische Elster hier. Achte bitte darauf, lass dich nicht täuschen, lass dich nicht hinters Licht führen. Jetzt wird's spannend. Ich warte mal eben kurz. Ich kriege schon die ersten Impulse rein. Ich schaue aber noch mal. Okay, ich hätte gerne noch eine Klärung auf die 7 Schwerter. Okay, also. Ha, wir haben hier die Falschheit mit den Gefühlen. Unechte Gefühle, sei hier wirklich clever. Schaue hinter die Fassade. Wenn er hier derjenige ist, er oder sie, je nachdem, mach es dir bitte passend, kann es auch sein, dass es im ersten Moment erfolgsversprechend aussieht, dass er dir hier die Treue erzählt. Alles scheint wunderbar zu sein und dann stellst du fest, er hat sich kein Stück verändert. Sie hat sich kein Stück verändert. Also hier macht er sich schon wieder aus dem Staub oder auch im Business unechte Verträge, unehrliche Gespräche. Könnte hier tatsächlich auch für den einen oder anderen sein. Das bedeutet nämlich hier, dass es wichtig ist, auch in der Öffentlichkeit deine Macht zu erkennen. Ja? Das heißt, wenn du unterwegs bist, immer wieder dir deiner eigenen Macht bewusst zu sein. Und vielleicht hier auch die Entscheidung zu treffen, dich ein bisschen zu distanzieren und eine gewisse Situation hier zu verlassen. Das könnte deine Herausforderung werden im nächsten Jahr. Ich schaue jetzt auf den Fokus in der Anschlusslegung, schaue ich wirklich, was ist der Fokus für dich im Seelenkollektiv der Skorpione für nächstes Jahr? Beruflich, finanziell und auch auf Liebesebene. Ich bin gespannt, was sich zeigt. Bis jetzt finde ich es spannend, denn es sieht mir auf jeden Fall so aus, als wäre es nicht langweilig für euch Skorpione im nächsten Jahr. Denn eigentlich ist eine positive Wende hier gewünscht, aber du hast eine Aufgabe. Du hast eine Aufgabe, hier klar zu kommunizieren, die Wahrheit auch wirklich ernst zu nehmen, immer verwurzelt zu sein, stabil zu sein und dich hier nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Und auch ganz wichtig, immer wieder für Klarheit, diese Klarheit auch nehmen, um hier hinter die Fassade zu schauen und ganz genau zu wissen, mithilfe deiner Intuition, wer ist hier ehrlich und wer versucht, sich hier schon wieder aus dem Staub zu machen. Welche Situation kennst du bereits? Und jetzt ist es einfach Zeit, gewisse Aufgaben zu erledigen. Ich sage bis gleich in der Anschlusslegung unten in der Infobox geht's direkt zum nächsten Video.